Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2020 Trainerkarriere. Ich nehme die immer noch direkt hinter den ganzen anderen Folgen auf. Dementsprechend konnte ich jetzt nicht auf eure Kommentare eingehen, falls da was Cooles dabei war. Ihr könnt mir gerne trotzdem Kommentare schreiben und einen Daumen natürlich da lassen, würde mich mega freuen. Wir haben, wie ihr es schon seht, das DFB-Pokal-Viertelfinale vor uns. Bayern gegen Frankfurt. Wir sind Erster in der Liga, haben uns in den letzten zwei Folgen, vor allem auch in der letzten Folge, rechts um am i verlinkt, schönen Abstand ausgebaut, rausgeholt, was auch immer. Frankfurt ist auf Platz 4. Die sind auch nah hinter uns, haben sich ein bisschen nach oben gearbeitet die letzten paar Spiele. Das heißt, die haben auch einen guten Lauf. Wir haben gefühlt 6-7 Spiele nicht mehr verloren. Dementsprechend habe ich ein bisschen Angst, dass das genau jetzt reißt, diese Siegesserie. Was mich aber sehr, sehr freut, ist, dass die Mannschaft fit ist. Wir haben fitte Spieler, eine fitte Mannschaft. Und dementsprechend können wir hier einwechseln, wen wir wollen. Ich lasse tatsächlich mal Coman von Anfang an spielen statt Sané. Mit der Aufstellung gehen wir einfach direkt so rein, wie sie hier ist. Müssen wir einfach mal gucken. Also ich habe ein bisschen... Hernandez, das vergesse ich jedes Mal. Ich will den immer spielen lassen, aber ich vergesse das jedes Mal. Wir machen das so und dann spielt Upamecano. Und da können wir immer noch Hernandez einwechseln, irgendwie entweder als Upamecano-Ersatz oder als Alaba-Ersatz oder so. Im Burgstadion befinden sich Frankfurt und Bayern. Das wird ein Viertelfinale zum Anbeißen, hoffe ich. Schweres Spiel für beide. In der Liga habe ich 3:1 gewonnen. Boah, dass der mithalten kann mit Coman, das ist schon krass, da Costa. Jawoll! In der 32. Spielminute endlich umrühren von Serge Gnabry. Sehr geil, 1:0 für uns, für die Bayern, yes! Coman macht das cool mit der Hacke auf Alaba, der mit einer guten Flanke und Lewandowski verlängert mehr oder weniger nur. Und Gnabry, ein bisschen überrascht davon, dass der Ball da hin und her stolpert. Kann den dann reinstochern. Freut mich natürlich, dass der reingeht, ich hatte nicht damit gerechnet. Boah, was? Frankfurt hat gefühlt noch gar keine Chance gehabt. Und jetzt direkt im Anschluss mit so einer Monsterparade von Neuer. Dass ich den hier nicht gekickt habe, finde ich so frech. Neuer mit einem sehr, sehr starken Reflex. Oh, scheiße, das war knapp. Und jetzt können wir aber kontern. Robert Lewandowski ist halt der Einzige, der jetzt da ist. Macht das aber gut, wartet ein bisschen auf Müller. Und Müller und Müller, Lewandowski, 2:0. Es war ein bisschen crazy, aber im Endeffekt haben wir es dann doch gut gemacht. Nicht perfekt, aber gut. Ich habe nämlich erst überlegt, ob ich lupfe. Dann dachte ich, ey, das geht bestimmt schief. Spiel rüber auf Lewandowski. Dann hat der ein bisschen gebraucht mit der Annahme. Da hatte ich wirklich richtig viel Angst. Aber er netzt ihn dann doch ein. Und in der 36. Minute steht es hier schon 2:0 für die Bayern. Was mir übrigens auffällt, in dem Bundesligaspiel, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer da alles in der Startaufstellung war. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass dieser Ronow im Tor war. Und heute ist Trapp im Tor. Und ich weiß auch nicht, ob Bastos gespielt hat, aber der hat auf jeden Fall schon die zweite richtig gute Chance hier gehabt. Oh, warte, gibt's Elfmeter? Es gibt Elfmeter für uns! Es steht 2:0 und es gibt Elfmeter und ich habe so Angst. Ich glaube, ich habe schon so viele Elfmeter verschossen. Ich kann das nicht. Vor allem nicht gegen die KI. Also gegen jemanden echten schon, weil den kann man so ein bisschen ausgucken. Aber gegen die KI, ich weiß immer nicht, wohin ich schießen soll. Links, rechts, oben, unten. Ich schieße in die linke Ecke, volle Pulle, bitte.
Nee, es gibt's nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, dementsprechend leider nur 2-0. Mann, das ärgert mich so. Ich meine, ich kann es nicht besser, weil man muss sich für eine Ecke entscheiden. Und die Taktik, dass man dann voll durchdrückt, ist halt besser, weil es dann wenigstens kraftvoll kommt. Aber, ja, naja. Oh, Gnabry! Ey, das gibt's nicht! Coman, doch, das gibt's! Kingsley Coman, 3-0 und jetzt haben wir's endlich! Wenn nicht mit Elfmeter und Lupfer und was weiß ich, mit Eckball und allem Möglichen. Dann halt eben so. Hier, das war so knapp. Trapp kommt raus, ich hab noch gelupft. Und dann schiebt mir der Frankfurter Verteidiger den Ball vor die Füße. Und Kingsley Coman macht ein Tor. So, es kommt ein Freistoß. Ich hab halt, wie gesagt, keinen Coutinho mehr, der die Freistöße immer perfekt gemacht hat. Das ist halt sehr, sehr schade. Aber man weiß trotzdem nicht, was draus wird. Alaba, er macht den Freistoß nicht. Aber dafür kurz darauf den normalen rein. 4-0. Game over. Ein bisschen glücklich, ein bisschen knapp. Aber es hat funktioniert und es sieht schön aus. Sieht schön aus, weil es voll Druck ist, volle Power, Pressing, Action von Bayern München gegen Frankfurt im Pokal. Und da ist direkt die nächste Chance, Robert Lewandowski. Jetzt klappt der Lupfer mal, 5-0 und es geht weiter. Olle. Yes, yes, wuhu. Es war wieder knapp. Trapp kam wieder raus. Dieses Mal kriegt er den Lupfer nicht. Ich glaube, das habe ich jetzt an meinem heutigen Aufnahmetag schon 3-4 Mal gehabt, diese Situation. Und jetzt beim 5. Mal geht er rein. Thiago raus, Goretzka rein. Auch torgefährlich, der Typ. Oh, dass der nicht drin ist. Gnabry, ja, was machst denn du? Und 6-0. Haaland eingewechselt. Macht das 6-0, man kennt ihn. Ist das krank. Es war jetzt schon ein bisschen crazy. Also gut gespielt natürlich hier. Auch hier der Pass auf Sané war nicht schlecht. Und der hätte ihn eigentlich auch fast schon reingemacht. Bei den neuen Eingewechselten. Davon prallt er dann von Trapp aber ab, der ihn da gut hält. Zu Haaland und der macht ihn dann. Ja, das gibt es nicht. Dass das so einfach funktioniert. Ich hätte es mir nicht vorstellen können. 7-0. Alter, so ein Spiel hatte ich ja seit 100 Jahren nicht mehr. Fuck, ist das krank. Das ist so krass. Haaland steht so schön in der Mitte und keiner ist bei ihm. Ich musste es nur schaffen, den Ball da reinzubringen. Und das hat gut funktioniert. So wie eigentlich für alles, was bisher so funktionieren soll. Er steht 7 fucking 0. Haaland! 8! 8! Das ist so krass. Ist das irre? Lecco mio! Dass der den überhaupt kriegt, ne? Der ist schnell und schafft das da in den Wald zu kommen und haut ihn dann noch rein. Das ist der Wahnsinn. Hättet ihr das gedacht, Leute? Dafür muss man noch einen Daumen nach oben da lassen, oder nicht?
Und ich weiß nicht, was Haaland für eine Maschine eigentlich ist. Ich weiß es nicht. Oh, war das schon mal wieder knapp. Und Sané! Leroy Sané! Fuck, ist das der Wahnsinn. Ist das denn möglich? Das war schon wieder knapp. Und Sané mit dem guten Laufweg nimmt den Ball da Costa ab und schiebt ihn rein. 9:0. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was Haaland für eine Maschine ist. Der ist, ich glaube, irgendwann in der 70. eingewechselt worden oder so. Und er hat einen Hattrick. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist noch nicht ganz vorbei. Ja, okay, es ist vorbei. Also wir haben nicht mehr viel Zeit, aber es ist schon heftig. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Hier und heute im Viertelfinale DFB-Pokal Frankfurt gegen Bayern Haaland. Fast die Nummer 10. Aber das muss nicht sein. Es reicht auch so. Leck mich am Arsch. Ist das krank? Ist das krank? Oh mein Gott. Also sowas habe ich echt lang nicht mehr erlebt. 21 zu 6 Schüssen. 14 zu 3 aufs Tor. 9 zu 0. Fuck. Ist das krank. Guckt euch das mal an. Leipzig verliert gegen Wolfsburg mit 3 zu 2. Schalke gewinnt gegen Düsseldorf mit 2 zu 0. Augsburg gegen Leverkusen mit 1 zu 0. Und Bayern gegen Frankfurt 9 zu 0. Das müssen die echten Bayern erstmal nachmachen, die ja auch im Pokal spielen. Hoffenheim steht bereit in Sinsheim. Und Coman spielt auch wieder, weil Sané so einen Balk nach unten hat. Fall nach unten. Ja, zum Glück gibt das keinen Freistoß. Und ich fand auch, dass Coman die letzten zwei Spiele und natürlich vor allem bei dem 9-0 sehr überzeugt hat. Also er hat von Anfang an richtig, richtig gut gespielt. Und dann zum Ende hin, wo es dann wirklich schon 6-7-0 stand, da hat er natürlich sein Tempo nochmal mehr ausspielen können. Dass man sagt, die haben jetzt auf volle Offensive gestellt und wir konnten kontern. Da hat er auch maßgeblich zu beigetragen, dass da noch ein paar Tore entstanden sind. Weil er wirklich ein unnormales Tempo hat. Also das ist echt krass. Jetzt überlegt euch mal, wir haben sogar einen Elfmeter verschossen, fällt mir gerade nochmal ein. Ich habe das durch das 9-0, ich war richtig traurig, dass ich den Elfmeter nicht gemacht habe. Aber durch das 9-0 habe ich das komplett vergessen. Also wir hätten ja sogar locker 10 gewinnen können. Also wir hatten ja noch genug Chancen auf 10-0. Und 1-0. Coman ist in letzter Zeit aber auch wieder gut. Und das habe ich gerade angesprochen. Falls ich es reingeschnitten habe, habe ich es gerade angesprochen. Und da macht das. Das 1-0 auswärts in Sinsheim. Haaland mit der Vorlage. Baumann, der sich da hinterher schmeißt. Coman, der jubelt. 1-0 zur Halbzeit. Nehmen wir mit. Kann sicherlich mehr gehen. Zufriedenstellend. Ja, nehme ich mit. Warum nicht? Ja, da haben wir nämlich schon das 2-0. Erling Braut Haaland ist einfach geil. Mann, liebe ich den Typen. Es tut mir echt leid, dass ich das sagen muss, weil ich glaube wirklich, dass einige von euch den nicht so cool finden. Aber guckt ihr das an. Wie er den so locker easy vorbeischiebt. Der macht doch einen Step nach links und dann zack. Das geht mit dem Typen so gut. Natürlich mache ich den Step nach links, aber das klappt mit dem Typen so, so gut. Also einen besseren Lewandowski-Ersatz hätten wir einfach nicht finden können. Ich spiele natürlich super, super gerne mit Robert Lewandowski. Aber wenn Haaland so gut drauf ist, das ist so heftig. Also ich finde den so geil. Oh, Scheiße.
Ja, die machen es natürlich gut. Ich habe den Torwart, ich weiß nicht, was ich mit dem mache. Das war viel zu weit draußen. Viel zu weit. Aber es war dann schon zu spät. Und irgendwie konnte ich es dann auch nicht mehr retten. Hier, das war viel zu weit. Dann habe ich ihn noch stehen lassen. Das war auch blöd. Und dann konnte ich es nicht mehr retten. Und dann haben sie es einfach gut gemacht. 1-2. Ja, das ist mein Eigenverschuld. Das ist scheiße halt. Was willst du sagen? Ist halt einfach scheiße. Oh, komm mal. Gar nicht gewohnt, dass er nicht trifft. Okay, wir wechseln mal Haaland außen Lewandowski ein. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht. Ja, doch, bestimmt schon mal. Aber andersrum ist auf jeden Fall immer krasser. Jetzt Müller. Oh, dass der den nicht macht. Nochmal Müller. Wieder nicht. Boah, Thiago. Der ist auch nicht schlecht, der Typ. Also das muss ich echt sagen. Was auch immer das jetzt ist. Ich hoffe nicht, dass er es verletzt ist. Ich glaube nicht. Er hat sich einfach nur aufgeregt. Aber das war schon verdammt knapp. Und den habe ich auch gerade eingewechselt. Der hat immer so eine Schusstechnik so curved. Curved in die Ecke mit seiner Schusstechnik. Und ja, keine Ahnung. Oh Mann, das gibt's doch jetzt nicht. Und ich kann ihn nicht stoppen. Es gibt's nicht. Das war wieder so scheiße. Da kann ich nichts machen. So ein Dreck. Ey, ausgerechnet gegen Hoffenheim. Und irgendwie wusste ich's. Ich meine, es ist ja auch obvious, wenn du irgendwie es nicht schaffst, den Ball reinzumachen. Und das hier, das ist so dumm, dass ich da hinfalle und er einfach weiterläuft und passt. Und der Ball auch noch auf den kommt und ich da nicht blocken kann. Das war schon relativ obvious, dass das jetzt ein Tor wird. Und dass Hoffenheim hier einen Unentschieden macht, war auch relativ obvious irgendwie. Keine Ahnung. 3-3. Ja, dass der auch nicht ankommt oder sowas. Ne? Wenn so einer ankommt, dann habe ich nochmal eine Konterchance. Aber irgendwie soll es nicht sein. Gewonnen. Hoffenheim. Unentschieden. Ein bisschen komisch. Aber nicht unrealistisch. Ich will nichts sagen, weil... Klar, wir waren die bessere Mannschaft. Hätten einfach mehr draus machen müssen. Klar ist es wieder relativ lächerlich, dass wir in der Nachspielzeit ein Tor kassieren. Dortmund hat gegen Schalke gespielt. Okay, krass, Revierderby. Also Dortmund hat das gewonnen. Das heißt, Punkteabstand bleibt, wird sogar ausgebaut, weil wir einen Punkt mitnehmen. 10 Punkte. Aber dass wir gerade gegen Hoffenheim, das nervt einfach. Vor allem, weil wir es hätten machen können. Aber es ist immer so. In echt war es ja auch so. Also... Will ich auch gar nicht sagen. Hier steht schon, Bayern München hat eine schwere Aufgabe vor sich. Das ist definitiv so. Mit Arsenal haben wir hier eine ganz, ganz schwere Aufgabe vor uns. Und vor allem, weil wir zuerst auswärts spielen, was ich eigentlich nicht so cool finde. Ich finde es immer besser, wenn man erst heim spielt und dann auswärts. So müssen wir jetzt gucken, dass wir auf jeden Fall eine gute Ausgangslage für unser Heimspiel, was ja dann wirklich schwieriger wird, schaffen. Das heißt, Auswärtstore. Und am besten irgendwie so 2-3-0 oder so. Am besten. Das wäre perfekt. Ansonsten spielen wir gegen Union Berlin. Und in der übernächsten Folge sehe ich Dortmund gegen Bayern. Uiuiui. Ich bin super, super gespannt. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Schaltet wieder mit rein. Macht's gut. Bis dahin. Haut rein. Und ciao, ciao.